Freud. Gut. Freud? Ja, so sprechen die Engländer, na klar. Ey, ich würde gerne einmal gucken, auf welchem Wissen. Jetzt geht's rund. Erst die Oma, dann der Hund. Wir switchen rüber und let's rock. Oh, mal mit Mitschülern. Wow. Wer hätte das gedacht? Oh mein Gott, da sind ja Leute in meiner Klasse. Ey, sonst hatte ich doch immer Einzelunterricht. Da hat niemand gemerkt, wie dumm ich bin. Na, wenigstens kannst du das einsehen. Okay, cool bleiben, Sandra. Oh, einfach lieb und nett zu allen sein, dann werden sie dich auch mögen. Ihr seid alle scheiße. Das war super nett. Die mögen dich jetzt auf jeden Fall. Naja, wenigstens hast du es versucht. Ich werde erstmal alle lieb und freundlich begrüßen. Ey. Guten Tag, guten Tag, guten Tag. Schöner Bart, schönen guten Tag, guten Tag. Du bist bei dem Das ist natürlich das Netteste, was du zu einer Frau sagen kannst. Schöner Bart. Guten Tag, guten Tag. Wieder hinten kriegt Sandra, du bist einfach ein Genie. Ich komme doch ganz gut an bei den Leuten, oder? Ich glaube, das Eis ist gebrochen. Ja, ey, jetzt habt ihr Schiss in der Buchse, ne? Ja, jetzt habt ihr Schiss, ey. Oh. Good morning, everybody. Good morning, Mr. Smith. Was, jetzt sind wir jetzt bei Matrix oder was? Mr. Smith ist da. Der ist in der echten Welt gekommen. Okay, oh, ich sehe, wir haben eine neue Schülerin. Super, stell doch mal kurz dich hin und stell dich der Klasse mal vor, ja? Ja. Okay, ja, hallo, ich bin Sandra, ich bin in Sascha verliebt. Sag mal, und versuch das doch vielleicht mal auf Englisch zu machen, ja? Oh. Okay. Hi, ich bin Sandra, ich bin in Sascha. Ich bin, ja, geil. Freud. Gut. Freud? Ja, so sprechen die Engländer, na klar. Dann. Na, ich würde gerne einmal gucken, auf welchem Wissensstand du so bist, was dein Englisch angeht, ja? Vielleicht. Ja, 0, gar nichts, würde ich sagen. Also so wie meins, ich kann auch fast kein Englisch mehr. Wir hatten in der Schule leider auch kein Englisch, das war scheiße bei uns. Bei uns gab es das noch nicht als Pflichtfach. Kannst du mal ein paar Sätze bilden oder ein paar Wörter sagen, die du auf Englisch schon kennst? Ich wollte ja eigentlich bei uns in der Stadt hier oder ein paar Kilometer weiter, die nächste Großstadt, Dings besuchen, Englischkurse, aber wir haben ja einfach nichts. Dirty Dancing. Das ist ein Filmtitel, aber ist auf Englisch ist okay. Ice Age 5. Das ist auch ein Film. Fuck you, Goethe. Vielleicht nicht immer nur Filme. Coca-Cola. Ich würde sagen, das ist ein ziemliches Fail-Englisch bei Fuck you, Goethe. Getränk. The Lion King. Musical. Obama. Präsident. Aber es sind englische Wörter, der kann sich nicht beschweren. Mehr kann ich nicht. So dumm ist Sandra, dann wohl doch Gut, nicht. Das waren zwar alles englische Wörter, aber ist egal. War die Aufgabe. Englische Wörter. Ja, so dumm ist doch Sandra gar nicht. Die tut bloß so, bis sie wieder schlau ist. Die Aufgabe. Okay, well, tomorrow we're gonna have our activities. Are there any questions about the activities we'll have tomorrow? Ich wette, Sandra hat jetzt kein einziges Wort verstanden. Ja? I have a question about the golf activity. Will it be on the golf court right next to the school or will it be on the rugby pitch here at the school? And another question about the quad biking. Is the use of long trousers recommended for it? Entschuldigung, Junge, kannst du mal Deutsch reden, ey? Das Meine ist, das ist ein Englischkurs. Ach komm. Na gut, musst du ja auch machen, musst du ja übersetzen. Hey, Sandra, wir wollen doch versuchen, hier Englisch zu reden. Es ist gut. Ja, aber nicht so Level 100.000, so das keiner was versteht, ey. Also, ich habe alles verstanden. Ja, du bist ja auch hässlich. Weil sie hässlich ist, hat sie alles verstanden. Gut, dann weiß ich ja, wie ich vorgehe. Ach komm, bin ich ja schon, also muss ich ja irgendwie verstehen. Sandra, also du machst dich hier nicht gerade beliebt am ersten Tag. Ich habe alles im Griff, Mr. Smith. Ich verteile nachher ein paar Bonbons und dann beruhigen sich die Leute schon wieder. Okay, mit Sicherheit. Okay, guys. Das klappt vielleicht in der ersten Klasse. Talk about the differences between American English and British English. Who can give me an example? Yeah? For example, water and water. Well done, Lisa. Right, let's say it all together. Water and water. Water and water. Water and water. Woo, higher, please. High water. All right, that was pretty good. Let's go outside and have a little bit of fun. Who's gonna join me? Ja, ey, das kann ich. Jetzt zeig ich dir mal, was ich kann, ey. Na, jetzt aber, jetzt. Das ist, oh, was? Was geht denn da ab? Golf. Na komm, Golf ist doch. Ey, das kam aber gerade gut. Das kam richtig geil. Pass mal auf den Arbeiter auf. In dem Moment duckt er sich. So, als ob wirklich was passiert. Das ist echt cool. So habe ich auch Bogenschießen gelernt, Alter. Also beim ersten Mal ist Bogenschießen wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Das kann ich euch sagen. Oh, Kletterwand ist geil, da war ich auch schon. Was heißt Kletterwand in so einem Kletterpark-Ding?
Ich wollte gerade sagen, da kann ja nicht viel passieren, aber bei Sandra ist nun mal alles möglich. Jo, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Das war geil, Alter. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da, wenn ihr nicht getan habt, abonniert die Sinn, und bin damit raus.